Ciao a tutti, heute machen wir Spaghetti alla Puttanesca. Spaghetti nach Hurenart, also netter Name, umso besseres und leckereres Gericht. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr zu Hause auch. Es wird richtig gut. Was brauchen wir dafür? Pomodoro ripelati, wir brauchen Sardellen, Kapern, Oliven aus Gaeta, das ist ganz wichtig. Die sind mit Stein, das sind richtig schöne, aromatische, mit festem Fruchtfleisch und Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer, getrocknete Peperoni. Und ich weiß, man sagt ja eigentlich immer eher Rotweinspasta mit roten Soßen, aber ich stärke mich heute ein bisschen mit einem leckeren Weißen. Womit starten wir? Wir brauchen Knoblauch, auch nicht wenig Knoblauch. Ich habe mir jetzt hier 3 Zehen genommen. Die drücken wir einmal so ein bisschen an, damit wir die Schale so ein bisschen leichter lösen können. Knoblauch geschält, Pfanne vorgeheizt. Was kommt jetzt? Ein bisschen Olivenöl. Und die 3 Knoblauchzehen können jetzt hier schon mal so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Nächster Step, unsere Chili. Die schneiden wir jetzt klein. Also wenn ihr es ganz original machen wollt, dann holt ihr euch komplett vorgetrocknete. Ihr könnt auch ganz frische haben. Dann wird es allerdings ein gutes Stück anders als das Original. Rein mit den Teilen, auch mit den ganzen Kernen. Also es ist halt irgendwie nichts für ganz Zartbeseitete. Ihr müsst da schon so ein bisschen was vertragen können. Wir haben jetzt unsere Sardellen, die kleinen süßen hier. Auch davon kommt jetzt schon ein bisschen was rein. Und die kleinen leckeren Kapern. Ich geiz da meistens nicht mit. Das brutzelt jetzt so ein bisschen vor sich hin, bis sich vor allen Dingen die Sardellen auflösen und das so eine Art Paste hier im Olivenöl ist. Guck mal, wir hatten ja gerade die ganzen Filetstücke drin und du siehst, dass du das Filetstück nicht mehr siehst. Das hat sich nämlich jetzt gut hier aufgelöst und weiter geht's. Jetzt haben wir unsere Tomaten. Tada! Schau mal, die haben halt hier immer so einen dicken Strunk, dieses Stück hier. Das wollen wir natürlich nicht mit essen. Das ist jetzt so eine kleine Fleißarbeit, ich weiß. Meinst du, da heißt Hurenteller, weil Kochen so ein schweißtreibendes Handwerk ist? Ja, wahrscheinlich, weil Kochen auch so ein schmutziges Handwerk ist. Das wäre eigentlich auch mal eine ganz interessante Frage, ne, bei den Leuten, die zugucken. Was glaubt ihr denn, warum dieser Teller Hurenteller heißt? Gibt es da wirklich eine Begründung? Weil ich habe jetzt gerade nur den Begriff an sich erklärt. Vielleicht wisst ihr ja auch, wo er herkommt. Lisa, hast du eine Idee? Vielleicht war das so ein einfaches, gängiges Essen, was schnell zubereitet war. Was sich die Ladies halt zwischen den Auftraggebern reinziehen konnten. Das Gericht zwischen der Nummer. Finde ich einen interessanten Ansatz. Und diese wunderbare, leckere Soße, die wird jetzt so ein bisschen vor sich hinkochen. Und was mache ich ganz gerne, während ich die Soße koche? Natürlich schon mal das Nudelwasser vorheizen. Wir können großzügig salzen und baller sie hier in den Topf, meine leckeren Spaghetti. Und jetzt brauchen wir natürlich noch die Special-Zutat für unsere Soße, die leckeren Oliven. Und die haben jetzt alle noch einen Stein. Und damit er euch nachher beim Essen ein bisschen weniger belästigt, zeige ich euch jetzt mal, wie ihr sie halt einfach entspannt entsteint. Ihr nehmt euch am besten einfach so ein Messer dafür und drückt sie halt so ein bisschen an. Platzen halt so ein bisschen auf und dann seht ihr hier, dann könnt ihr sie halt entsteinen. Ist halt auch eine kleine Fleißarbeit, aber macht halt das Essen nachher deutlich angenehmer. Und jetzt rein mit den Oliven in die leckere Soße. Und was können wir jetzt wieder machen, Lisa? Was machen wir meistens, wenn wir die ganzen Knoblauchzehen genommen haben, um der Soße Geschmack zu verleihen am Ende? Und dann nehmen wir sie wieder raus. Genau. 1, 2. Jetzt müssen wir nur noch die 3. irgendwo finden. Dann haben wir es geschafft. Jagd nach der verlorenen Knoblauchzehe. Und jetzt holen wir die Spaghetti schön al dente direkt aus dem Topf in die Soße. Lassen sie dann hier wirklich noch so ein bisschen zu Ende garen. Das rühren wir hier schon mal so ein bisschen ein. Und was brauchen wir jetzt? Natürlich noch so ein bisschen Grünzeug. Petersilie, die wir uns hier noch nehmen. Nehmen uns die Blättchen. Geizt da auch nicht mit. Passt hervorragend. Macht das Ganze noch mal eine Nummer runder. Macht es auch bunter. Rein. So, jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung. Schwenken. Ah, guck mal da. Habt ihr das vorhin mitgekriegt? Das war die Knoblauchzehe, die wir nicht gefunden haben. Die Nummer 3. So ein freches Ding. Ja, geil. Siehst du, sowas passiert dann beim Schwenken. In einem guten Haushalt geht nichts verloren, ne? Das, was Lisa sagt. Und wenn wir das hier haben, kommt noch das Wichtigste. Wir salzen und pfeffern. Also das Salzen könnt ihr auch schon irgendwie beim Kochvorgang der Soße machen. Ich mache es bei dem Gericht hier tatsächlich gerne so ein bisschen später.
Einfach auch häufig, weil du die Pasta halt nachher aus dem gesalzenen Nudelwasser dann halt auch nimmst und dazu tust. So, schön durch. Und jetzt richten wir an. Vielleicht sind wir auch nicht die Schlechtesten beim Anrichten. Das Auge isst ja auch ein bisschen mit. Sehr gut. Das sind unsere Spaghetti alla Puttanesca. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum steht die ganze Zeit dieser Pecorino da mitten im Set, er gehört nicht original zum Rezept. Meine Wenigkeit ist allerdings jede Pasta, entweder mit Pecorino oder mit Parmesan. Bleibt euch also überlassen, was für ein Käse eurer Wahl ihr wählt. Aber das hier sind die Puttanesca Spaghetti, wie sie sein sollen. Bock drauf bekommen? Dann auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke abonnieren, dann verpasst ihr kein Showvideo, kriegt jeden Leckerbissen mit, auch diesen hier. Und ich freue mich schon aufs nächste Rezept mit euch.